Ja, da sind wir auch schon wieder bei Leon Scott Kennedys Teil von Resident Evil 2, dem Remake. Herzlich willkommen zurück. und ich werde heute wahrscheinlich doch mal ein bisschen mehr aufnehmen, weil ich die Zeit dazu habe. Und weil ich nichts anderes habe zum Zocken, dann noch den Rest des Abends, weil ich habe gerade Wildbret, also Breath of the Wild, Bret of the Wild. Breath of the Wild, Zelda, durchgespielt. Und ja. Also zwischen den Folgen. Und ich habe einen Monat ungefähr dran gesessen. Noch nie so lange an einem Zelda gebraucht. Wobei, das stimmt auch nicht. Damals mit Majora's Mask. Na gut, mit Majora's Mask habe ich damals deswegen länger gebraucht, weil ich halt aufgenommen habe. Und da war dann damals noch die Sache mit Schule und bla und Keks und. Da hat man einfach ein bisschen gebraucht. Ich würde liebend gerne den Tresor aufmachen. Haben alle Tresore die Kombination? Das wäre jetzt actually sehr lustig. Aber ich glaub's nicht. Internes Memo. Okay, das ist nur der Büro da. Das war ja 9.15.7. Wir können es ja mal spaßeshalber probieren. 9, 15, 7. Nö. Wäre auch zu schön gewesen, ganz ehrlich. Ich muss mal kurz noch das Mikrofon ein bisschen. Alter, die Geräusche, die machen mich schon wieder wahnsinnig. Ja, ich denke mal, drei Folgen werde ich heute mindestens aufnehmen. Vielleicht auch vier. Waren die eigentlich noch Zombos? Ich hoffe nicht. Ach, hier werden gleich Zombos sein. Also gleich einmal fröhlich Bein in die Hand höchstwahrscheinlich. Und die Kurbel können wir wegschmeißen. Tschüss. So, was haben wir hier? Hier haben wir auf jeden Fall links das Chefbüro. Wo wir, denke ich, auch mal gleich. Hallo Leck. Was geht, alter Freund? Wo wir wahrscheinlich auch gleich mal reingehen werden. Ach ja, unten haben wir noch Vernehmungs- und Beobachtungsraum. Da könnte man natürlich auch. Bitch. Hier ist ein Herzschlüssel. Muss ich den erst. Ja. Okay, wir müssen sogar entweder nach oben oder nach unten. Nach oben kommen wir zu Lagerräumen und Balkon und so weiter. Ich will gar nicht. Und unten haben wir Vernehmungs- und Beobachtungsraum. Ja, wir gehen erstmal nach unten. In der Hoffnung, dass wir Munition finden. Schnauzegeräusche! Ja. Das wäre mir ein Jumbo-Pläsier. Ich dachte gerade, da wäre eine fucking Kamera. Das klingt nach Zombies. Und damit schon mal nicht gut. Toll. Wir haben keine Muni. Wir haben Check Shit. Und da haben wir ein Brett. Klasse. Hallo Pit, was geht, alter Freund? Da könnten wir unten zunageln, fällt mir so auf. Ich hätte so gekotzt, wäre da. Oh, Kleinkanal. Ich hätte so gekotzt, wäre da wieder ein Zombie rausgekommen. Da haben wir einen Balkon. Lass mich raten. Da kommt ein Zombie raus? Nein. Ah, Pistolenmunition. Gott sei Dank. Lass mich raten. Lagerraum Ost ist jetzt wirklich der Hort des Bösen und da stehen Zombies drin rum. Ja, wir werden sehen. Hier sieht es ein bisschen nach einer Location aus, wo ein Licker rumturnen könnte. Wir untersuchen hier erstmal alles ganz vorsichtig. Ich will am liebsten hier die Tür erstmal aufmachen. Warum? Ah, die ist verschlossen, klasse.
Ja, hier turnt doch irgendwo ein Zombie rum. Der hat dann so ein Beispiel. Ja, ist so viel zur besseren Zielerfassung. Das ist schon mal schön. Setz den Hut ab. Wir sind in einem öffentlichen Gebäude. Wenn du jetzt noch liegen bleibst, wäre das super. Ach komm. Kannst du bitte jetzt tot sein? Ich hätte gerne mein Messer wieder. Oh, ich habe keine Muni mehr. Ich habe wieder Munition. Ich hätte halt schon ganz gerne mein Messer wieder. Jetzt bist du tot. Klasse, hat ja auch fast nicht ewig gedauert. Ich dachte gerade, da wäre ein Fenster offen, Alter. Ist aber auch arschdunkel, Junge. Oh, guck mal. Ein Cogwheel. Großes Zahnrad. Braucht doch noch zwei Platz. Klasse. Was soll ich mit dem Zahnrad? Haben wir überhaupt schon was gefunden, wo man Zahnrad benutzen können? Ich glaube nicht. Wir haben auf jeden Fall ein Cogwheel. Kann ich nur betonen. Ich würde sagen, wir gehen mal in diesen kleinen Seitenraum. Wir gehen nicht in den kleinen Seitenraum. Wir gehen auf den Balkon. Ich habe immer noch Angst. Du hättest ja auch kein Safe Room. Ach ne, da geht's zum Balkon. Moment. Brett, wir wollten dich mitnehmen. Herr Pitt, Sie kommen mal mit. Ah, meine Frage ist halt, gehe ich jetzt erst nach unten und hau noch meine paar Schüsse Dings raus? So wird's halt laufen. Für den Vernehmungsraum und den Beobachtungsraum. Ja, ich glaube, das mache ich mal eben. Wir haben noch 3 Schuss Schrot. Das muss reichen. Und ein Messer. Toll. Das wird ganz sicher ein wunderschöner Spaß. Das Witzige ist, ich habe halt zurzeit nicht mal wirklich Angst, sondern es ist halt einfach so, dass ich eher Frust habe. Ist hier irgendwas? Kommst du nicht rein? Probier es gar nicht erst. Und da ist wieder ein Herz. Schlüssel. Ne? Ja. Kann ich hier hinten rein? Was haben wir hier? Oh, hochwertiges Schießpulver. Und das kann ich nicht aufmachen. Nein, warum auch? Und du bist ein Kreuzschlüssel. Naja. Also muss man doch keine Munition loswerden. Da machen wir mal kombinieren. Und das Messer schiebt man mal hier rüber und ich würde es begrüßen, wenn ich das Gerät hier drehen kann, aber kann ich nicht. So, wir haben 6 Schuss. Wären theoretisch 2 lecker. Hey, der Zombie hat nicht aufgegeben. So, da haben wir da unten alles. Da brauchen wir auf jeden Fall eine. Alter, wenn wir den Herzschlüssel haben. 1. 2. Drei Türen, Alter. Oder halt hier, Peak. 3 Türen. Aber ich kann mir vorstellen, der Aktenraum ist hier nochmal irgendwie so geteilt, dass man halt wirklich beide Schlüssel braucht. Alter, 3 Türen. Willst du mich verarschen? 4 Türen? Nein, 3 Türen. Naja. Aber es hilft alles nichts. Wir müssen auf den Balkon. Verdammt. Naja. Dann wollen wir mal. Hallo?
Framerate, mein alter Freund, würdest du bitte aufhören zu lecken? Wäre super. Fände ich gut. Also, wenn wir da heute noch irgendwie übereinkommen, dann. Ne? Ich hasse Balkons. Jetzt haben wir einen Haufen blaue Kräuterlis. Toll. Und bringt uns aber alles nichts. Warum sollte ich da runter wollen? Ach so. Ach so. Warum bekomme ich das Gefühl, dass wir bald einen neuen Freund finden? Ach nö, komm. Seriously? Hat ja fast keine Geräusche gemacht. Ja, das kannst du laut sagen. Wenn das. Was machst du? Jetzt muss ich wohl auch noch Wasser rerouten, oder was? Da gänge es da. Wasserventilhebel. Da haben wir ja sonst noch. Da kommen wir runter. Da kommen wir unten und zum Heizraum. Moment, das ist doch das Fenster, wo. Da klopft doch der Zombie von außen dagegen, oder? Ich bin doch nicht doof, da klopft doch der Zombie von draußen dagegen. Oder? Munition. 7 Schuss. Nehme ich gerne an mich. Alter, die haben es mit ihren roten Kräutern. Ich kombiniere mir da mal eins. Nein! Wisst ihr, was jetzt richtig asozial wäre, wenn die mir hier einen Licker entgegenschmeißen? Aber hier ist nichts. Und hier ringt immer noch der Feuerwehralarm. Klasse. Cleaning in progress. Ja, dann cleant mal. Das will ich sehen. Toll. Aber ich wette, wir müssen irgendwie das Wasser rerouten. Das da ist da oben und. Naja. Irgendwie so. Wir werden sehen. Zuerst sehen wir aber erstmal. Wir müssten doch wirklich hier den Kollegen treffen, der da gegen das Fenster und so, oder? Was sind das für Geräusche, Alter? Das tut dir regelrecht weh in den Ohren. 2 grüne Kräuter! Ihr werft mir doch jetzt nicht schon wieder einen Bossfight an den Kopf. Also komm. Könnt ihr mir doch nicht erzählen. Natürlich können wir dir das erzählen. Ach so. Ach Mann! Mann, konntest du ja mal probieren. Oh. Mama! Leute. Ich bin hier. Tschüss. Tatsi. Tschüss. Gib mir mal das Messer wieder. Okay, sie ist tot. Hätte natürlich auch nichts innen stecken, warum auch? Ah, da will ich jetzt nicht abdrehen oder umdrehen oder was auch immer. Da haben wir einen Heizungsraum. Man glaubt es kaum, ein Heizungsraum. Warum mache ich die ganze Zeit solche Kronk-Reime? Ja, Kronk macht auch genau solche Reime immer. Die ist schon wieder Schwarzpulver.
Wenn ihr. Ernsthaft, ein Safe Room? Ernsthaft? Okay. Ich beschwere mich nicht. Das ist eine infame Lüge, dass ich mich je darüber beschwert habe. Aber sonst ist ja auch nichts, oder was? Ach, fick dich doch. Wie lange muss ich denn noch? Ach, schade, erstmal der halbe Part. Mit dem Kreuzschlüssel können wir den in den Beobachtungsraum rein. Können in den Aktenraum rein. Können wir unten und was damit machen? Nö. Ja, das war's. Beobachtungs- und Aktenraum. Toll. Also wieder da ausruhen. Moment, wir können. Warte mal. Wenn wir jetzt hier wieder hochgehen, sind wir ja hier. Und da ist die Leiter weggebrochen. Also müssen wir höchst. Wir müssen das mit dem Wasser machen und hier durch. Und dann hier wieder hoch. Nee, runter. Genau. Habe ich gespeichert. Ja. Stand das sogar unser, was wir gerade machen müssen? Auf jeden Fall müssen wir erstmal das hier machen. Weil, ich meine, ich bin zwar hier kein Gaswasserinstallateur. Aber ich bin mir sicher, dass das nicht so funktioniert. Ja, das langt jetzt auch mal nicht. Liegt hier noch irgendwas drin? Nö. Oder? Nö. So, jetzt können wir aber hier durch. Wer zur Hölle bist du? Jesus Christ! Pff. Aua! Halt mal an hier! Ach du Scheiße! Genau mit dem habe ich gerechnet! Genau mit dem! Und ich weiß jetzt nicht, wer das ist. Ich versuche erstmal in Sicherheit zu kommen. Schnauze. Ich höre den doch laufen. Okay, jetzt kriege ich wieder ein bisschen Panik. Das ist ungeil. Bevor ich jetzt weiterspiele, das war das, was ich vermutet habe, wo ich nicht wusste, ob es von Resi 2 oder 3 ist. Es ist von der 2. Ich weiß jetzt bloß nicht, ist das irgendein Tyrant? Oder ist das the one and only, the infamous Nemesis. Aber ich glaube, Nemesis war Resi 3. Konfiszierungsbericht. Datum 14. August 1998. Hey, da war ich schon auf der Welt. Ich bin am 11.3. geboren. Ort RPD, Wartezimmer, 2. Stock. Konfiszierungsgrund. Verdächtiger Mann wurde an vermerkten Ort gefunden. Als ein Beamtin zur Rede stellte, später den Verwirrten. Er wurde verhaftet. Eine Notiz in seinem Besitz wurde konfisziert. Anmerkungen. Es weiß zwar sowieso jeder, aber es handelt sich um Justin Hansen, 39 Jahre, ortsansässig, Monster Hunter Fan. Alleinstehend, der, okay, das stimmt schon mal nicht, der regelmäßig im Gefängnis einsetzt. Er ist zwar an sich kein schlechter Kerl, aber ein spatzenhörniger Kleptomane. Unglaublich, dass er ausgerechnet auf der Polizeistation etwas mitgehen lassen wollte. Da ist ein Papierfetzen in einer Plastiktüte. 6211.
Das ist doch der im Kunstraum, ne? Der Wichser verfolgt uns doch jetzt, oder? Kann ich die Tür von außen aufmachen? Nein. Ist aber auch nichts weiter. Ja, jetzt habe ich wieder dieses Gefühl der Angst. Pass auf, da steht gleich hier draußen. Alter Fette. Boah, Alter, jetzt geht mir die Pumpe, du. Okay, jetzt könnte ich mich theoretisch durch den Presseraum verpissen. Müsste aber auch doch dann den Long Sprint zum Aktenraum machen. Ich habe keine Ahnung, was wir mit dem Cock sollen. Alter Finne, du bekloppter Drecksack! Oh, ja, also die Frage ist jetzt, weil theoretisch gesehen, wir haben halt jetzt die scheiß Kombination. Wir könnten versuchen an ihm vorbei, hier die Treppe hoch, da runter, hier durch. Weißt du, Wartezimmer, Tresor. Da hält er eh kurz die Zeit an. Schnauzemusik! Das Problem ist, werden wir jetzt die Zeit dazu haben. Weil wir müssten halt wirklich an ihm gerade durch, wenn ich das richtig sehe, ne? Ja, wir müssten an ihm gerade durch und die Treppen hoch. Ich denke aber vorher, wenn wir nochmal auf die... Ach, scheiß drauf. Aua! Alter, der macht aber auch so ziemlich One-Hits. Ich heil mal noch, vorsichtshalber. Apropos. Untersuchen. Ist mit Juwelen verziert. Da scheint etwas drin zu sein. Kombinieren. Was ist da drin? Stars-Abzeichen? Was? Ich renne erstmal wie eine kleine Pussy. Der ist Gott sei Dank einigermaßen langsam. Und ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Da. Komm, Kunst. Das war nicht der richtige Raum. Run! You bitch! So, Notizen. Konfessierungsbericht. Das war 6211. 6211. Was ist da drin? Was bist du? Eine Mündungsbremse! Das Rückstoß und Hochschlag mindert, indem es das Treibgas aus dem Lauf. Fuck dich. Fick dich doch. Der kommt doch gleich wieder durch eine Wand, oder? 100 Pro. Alter! Karte. Ich könnte da und erstmal Rüstungskammer. Die Frage ist halt, ob die Magnum was gegen ihn bringt. Ich würde halt auch gerne speichern. Warte mal, da unten rennt doch noch ein Licker rum. Fuck. Also müssen wir generell Ringelringelreihe spielen, weil wir müssen hier durch, hier rum, hier hoch
Und da zur Rüstkammer, da holen wir uns erstmal einen Lightning Hawk. Scheiß drauf. Wie muss ich nochmal? Rüber in die Bücherei. Gut. Der Typ ist doch schon im gleichen Zimmer wie wir, oder? Ja. Der ist doch rund wo hinter uns. Meine Frage ist vor allem, wie weit verfolgt er uns? Ich meine, der ist ja nicht doof, ne? Der hat ja trotzdem Hunger. Nein, ich glaube, die verprügeln dich tatsächlich nur. Die Tür ist zu, die Tür ist zu, die Tür ist zu. Die Tür mache ich auf. Nein, ich bin Verbindungsbremse. USB-Dongle. Tür auf. So, du. Oben. Ja, Alice. Brief an die Stars-Mitglieder. An meine lieben Stars-Kameraden. Die Folge ist gleich vorbei. Wie läuft es bei euch auf der Station? Müsst ihr euch immer noch mit dem alten Irons herumschlagen? Ich komme gerade von einem heißen Date. Ihr könnt euch sicher gut vorstellen, was wir unter ihrem Regenschirm getrieben haben. Europa ist fantastisch. Ein Monat reicht bei weitem nicht, um auch nur an der Oberfläche zu kratzen. Vielleicht verlängere ich meinen Urlaub ja um weitere 6 Monate. Barry. Jetzt habe ich die ganze Zeit das Gefühl, dass sind irgendwelche scheiß Geräusche wieder näher kommt. Aber wenn ich pausiere oder was lese, hält ja die Zeit an. Barry, wag es ja nicht mehr nachzukommen. Wir wollen doch schließlich nicht all die süßen Mädels hier zum Heulen bringen, oder? Überlass die Bräute ruhig mir. Jill, wenn Claire versuchen sollte, dich zu kontaktieren, richte bitte aus, dass es mir gut geht. Chris Redfield, 29. August. So. Da einmal rum. Aber dann landen wir ja genau beim Licker, Alter. Und da ist ja eh zu. Ich könnte auch theoretisch einfach... Ach nee, da kommt ja wieder der Kollege. Also doch außenrum. Kann ich nicht... Nein, kann ich nicht. Ich könnte... Doch, ich könnte oben lang versuchen, schnell durch den Lagerraum zu huschen. Weil da ist nur ein Licker, scheiße auf den. Durch die Bibliothek runter, ganz runter zu dem Aktenraum. Und dann habe ich keine Ahnung mehr, was wir machen sollen. Scheiße. Wir haben jetzt halt einen Kock. Klasse. Und eine Mündungsbremse. Für die Mathilda, die wir gerade nicht in den Stecken haben. Ich glaube, ich benutze dann doch lieber den Mathilda wieder, weil jetzt haben wir schon wieder das zweite Verbesserungsteil. Klasse. Ich habe schon wieder meinen eigenen Raum vergessen. Plan vergessen, by the way. Ich wollte... Ach ja, rechts raus und hoch aufs Dach. Also, Dachgeschoss. Ne? Ja. Wenn er jetzt wieder hier irgendwo durch eine Wand geschissen kommt, dann kacke ich aber wirklich einen Sack voll Rindenmulch. Vor allen Dingen, kennst du das, wenn du auf deinem Stuhl sitzt und die ganze Zeit so nervös mit deinen Beinen hibbelst? Das bin ich gerade. Warum wohl? Schießt der Licker hier drin? Ja. Pff, 2 Stück! Willst du mich verarschen? Alter, 2! Tot! Ja, nicht ganz. Dürfte ich bitte mich heilen? Spiel. Klasse. Okay. Das war's dann schon mal wieder mit der Shotgun-Muni. Mit der Shotgun-Muni. Was? Wieder Gefahr?
Ja, das war definitiv die beste Idee, hier durchzukommen. Verdammte Axt. Wo ist die? Ich bin an der Tür vorbeigerannt. Ich bin tot. Sie sind tot. Habe ich wenigstens irgendwo zwischendrin ein Autosave gehabt oder sowas? Ladevorgang. Ich würde sagen, ich beende an dieser Stelle mal den Part. Alter. Jetzt muss ich trotzdem da runter, weil da unten der USB-Dongle ist, weil Rüstungskammer und Lightning Hawk und... Oh, ich bin am Überlegen, ob ich den überhaupt... Ja, ich will ihn ja schon haben. Aber du hast irgendwie richtig scheiße. Weil überleg dir mal, alleine müsste halt schon ein Schuss bei einem Licker auf den Kopf reichen, weißt du? Es werden wahrscheinlich zwei sein. Warum haben die auf einmal so viel Schaden gemacht? Ein Licker hat mir noch nie so viel Schaden gemacht, als ich bei Warnung war. Beziehungsweise bei Gefahr. Bei Rot. Ich würde sagen, ich beende hier einfach mal den Part. Und dann überlege ich mir bis zum nächsten Part, was wir machen. Weil an sich war der Vorgang, die Vorgehensweise schon an sich ganz gut, soweit. Naja, auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Ciao, Freunde.